Hallo, lieber Steinbock. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Steinbock, wir schauen uns hier an die Legung. Ich muss erstmal die Karten richtig machen für euch. Warum ist denn das hier bei euch so komisch? Na, das kann ja eine tolle Legung werden. Also, meine Lieben, wir schauen uns an Mitte bis Ende April 2024. Für alle, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich spiele jetzt ganz kurz den Erklärbär für euch und dann wisst ihr auf jeden Fall, was auf euch zukommt. Und genau, dann werde ich noch ein Anliegen unterbreiten und dann starten wir die Legung. So, meine Lieben, also, als allererstes möchte ich euch herzlich willkommen heißen und ich freue mich natürlich auch, dass ihr meinen Kanal gefunden habt, keine Frage. Wir starten in dieser Legung mit zwei Reihen und zwar, lieber Steinbock, geht es um die erste Reihe dritte Woche, zweite Reihe vierte Woche. Wir werden jeweils für jede Woche zwei Outcome-Karten ziehen und zwar einmal in astrologischer Hinsicht, ja, das sind die Astro-Orakelkarten. Und dann habe ich hier die Phönix-Orakelkarten und da haben wir schon mal eine ganz gute Tendenz, wo es hingehen könnte bei dir und auch in welcher Energie du bist, ja. So, dann haben wir hier mein herzlich allerliebstes Hexentarot und das wird geklärt mit den Lenormand-Karten und dann gibt es noch das Taschenorakel der Hexen. Da werde ich auch nochmal eine Karte wie ja, nein, eventuell, denk nochmal drüber nach. Also da gibt es dann nochmal für die Woche, pro Woche eine Karte, um nochmal mehr in die Energie oder in die leichtere Entscheidungsfindung zu kommen. Ja, so und mit dem Tarot, wie gesagt, gucken wir, um was es geht in der Woche. Ja, denkt bitte mal daran, es kann nicht oft genug sagen, es sind kollektive Legungen, sie können nicht auf jeden zutreffen, Zeit ist fließend. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt in die Legung. Ja, nochmal eine Sache in persönlicher Hinsicht, meine Lieben, auch wenn wir Merkur rückläufig haben und die Kommunikation doch dem einen oder anderen schwerfällt, ja, ich fühle mit euch, mir geht es nicht anders, habt ihr doch bestimmt irgendwo in irgendeiner Schublade, in der Drittschublade von rechts, ja, auf der linken Seite oder wie auch immer, habt ihr bestimmt ein Abo, ja, und ein Like und auch einen netten Kommentar, was auch immer. Ja, wir sind ja hier ein sehr aktiver Kanal und ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn ihr meine Arbeit unterstützen würdet. Das tut nicht weh, sondern das ist letztendlich nur ein Klick. Und genau, und deswegen freue ich mich, wenn ich von dir ein Abo geschenkt bekomme für meine Arbeit. Und du kannst auch gerne das Glöckchen drücken, dann verpasst du kein Video mehr. Ja, also wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst. Und natürlich, wenn du mehr möchtest, kannst du auch gerne mich unterstützen über PayPal. Ja, da können gerne die Spenden eingehen, darüber freue ich mich natürlich auch. So, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, das heißt, hier gibt es kein Blabla und kein Honig- und Zuckerschlecken, sondern es ist einfach die Botschaft, die durchkommt, werde ich euch vermitteln. Ich bin selber vom Sternzeichen Zwillinge, das heißt also viel um den Brei heiß rumgeredet gibt es nicht, weil ich liebe die klare Kommunikation und von dem her freue ich mich, wenn ich da in dieser Art und Weise dich ein Stück begleiten darf oder dir ein Stück Hilfe zuteil werden lassen kann. So, meine lieben Steinböcke, das mal das Wort zur Legung. Dann gucken wir jetzt mal, was in der zweiten Woche noch, oder in der vierten Woche ist es ja, die zweite Reihe, in der vierten Woche, was da so bei dir los ist. Gucken wir mal. So, dann würde ich mal sagen, also ich bin ready und wir starten los. Noch was für diejenigen, die sagen, boah, ich finde die Legung total cool, ich möchte auch also eine Legung haben oder überhaupt mal eine Legung mit meinem Thema, was du da mitbringst, kannst du gerne haben. Unten in der Infobox steht meine Nummer, da kannst du dich gerne über WhatsApp bitte melden. Genau, und dann kannst du dir selbstverständlich alle Informationen holen oder du guckst auf meiner Homepage www.engelgeflüster-mit-ue.de und dann kannst du da auch gerne mal reinschauen. Ansonsten, wie gesagt, geht das ehrlich gesagt relativ schnell mit Terminen, weil ich mich sehr gut organisieren kann und ich mag keine Wartezeiten. Also von dem her arbeite ich hauptberuflich in der Spiritualität und organisiere mich so, dass ich relativ gut euch Termine geben kann. Das ist für mich immer das A und O, ja. So, meine Lieben, weil wenn man mich eine Thematik hat oder ein Problem hat, dann möchte man es ja auch geregelt bekommen. Also, meine Lieben, wir haben die dritte Woche, wir haben
das 11. Haus. Hier geht es um Freundschaften, um Zukunft, um Fortschritt. Hier geht es darum, suche dir Gleichgesinnte und tausche dich aus. Die Hohepriesterin. Du bist dahingehend sehr fokussiert auf genau dieses Thema. Ja, es geht bei dir letztendlich darum, dass du sagst, wer kann mich in Zukunft denn mit unterstützen? Wer geht meinen Weg? Wer versteht mein Sein? Und wer versteht das, was ich sage? Ja, wie viele Menschen gibt es, die sagen, ich verstehe gar nicht, was du sagst, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und das ist eine Woche, wo du überprüfen wirst, wer ist noch an meiner Seite, wer tut mir gut und mit wem möchte ich gerne Zeit verbringen oder wer unterstützt mich in meiner Entwicklung? Das wirst du dir, diese Frage wirst du dir stellen. Da wirst du ganz genau, lieber Steinbock, da wirst du ganz genau drauf schauen. Ist ja interessant, dass die bis jetzt alle verdeckt gefallen sind, die Karten. So, als Hauptenergie. Ja, du machst dir Gedanken. Ja, schlaflose Nächte, 9 der Schwerter, lieber Steinbock. Du hast hier irgendein Thema, du bist hier in irgendeinem Prozess drin, ne? Der dir hier ein Stück weit schlaflose Nächte bereitet. Du machst dir wirklich Gedanken und sagst, wie kann ich dieses Thema denn jetzt, wie kriege ich das jetzt, wie kriege ich die Kuh vom Eis? Also wie kriege ich dieses Thema gelöst? Wie kriege ich da die Thematik, wo finde ich positive Gedanken? Weil das ist Kopfjogging, das ist nicht die Realität, das sind deine Gedanken, Steinbock. Du machst dir über deine Menschen, über die Mitmenschen hier in deinem Feld, machst du dir Gedanken, ja? So nach dem Motto, warum entwickeln die sich weiter oder warum entwickle ich mich weiter und die nicht? Oder warum bin ich blockiert und alle gehen weiter? Ich habe das Gefühl, ich stagniere. Du fokussierst dich hier ganz, ganz stark auf deine Mitmenschen, auf dein Umfeld. Und das ist das, was ganz wichtig ist. Es geht hier genau um das Miteinander, die Teamarbeit. Das kann eine Arbeitsgeschichte sein, ja. Wir haben die Königin der, die Königin der Münzen und wir haben den König der Münzen. Das finde ich jetzt gerade ganz interessant. Also du entwickelst dich hier von einer passiven Münzenergie. Wir haben nur Münzenergie hier, ne? Das ist alles nur deine Energie. Du entwickelst dich hier aus dem Du zum Wir. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Du fokussierst dich hier. Okay, wenn ich was ändern will, dann weiß ich, dann muss ich mich auf das fokussieren, was ich möchte. Das ist die Arbeit, die Teamfähigkeit. Und dann gehe ich in die Aktion. Also du gehst von der weiblichen Energie in die männliche Energie und damit veränderst du etwas. Also du fängst an, lieber Steinbock, gewisse Dinge in deinem Feld, die dir nicht gefallen, zu verändern. Du selber bist hier sehr teamfähig, aber irgendwie scheint es auf Arbeit etwas zu geben, wo man dir so ein bisschen das Leben schwer macht. Genau, mit der Königin der Münzen wirst du etwas reduzieren, ja, du reduzierst etwas mit der Sense und sagst, nee, so will ich das nicht haben, ich muss hier etwas verändern, also meine passive Art wirst du reduzieren, also deine passive Art wirst du reduzieren in Bezug auf die Arbeit, die Teamfähigkeit, das Sein und gehst hier in die männliche Energie, genau, und schaust dir nämlich genau deine Blockaden an. Und wir haben hier den Rückzug. Du ziehst dich von den Blockaden zurück. Du sagst, ich muss dieses Thema wirklich anschauen. Ja, ich darf darüber nachdenken, aber ich sehe nicht. Also ich sehe hier einen Steinbock, der nicht versteht, der nicht sieht, der versucht, die Blockade zu lösen. Aber die Blockade wirst du im Rückzug nicht finden. Ja, sondern du versuchst hier ein Stück weit mit dem Turm aus der Blockade rauszugehen. Aber wichtig ist, dass du ganz im Gegenteil, dass du nämlich diese passive Art reduzierst und erst recht jetzt dich mit den Blockaden beschäftigst. Warum ziehe ich mich von gewissen Dingen zurück? Ja, warum bin ich hier blockiert? Was sehe ich nicht? Ja, diese schlaflosen Nächte. Das ist das, um was es hier geht. Ja, also du darfst dich hier mit dem Thema, was dich blockiert in Bezug auf die Arbeit, darfst du dich beschäftigen und deswegen auch die Priesterin, weil die Priesterin ist nämlich jemand, der im Glauben ist, der sehr fokussiert auf die Dinge ist, die von göttlicher Natur sind, ja, die im Glauben sind, die wichtig sind. An was glaubst du? Glaubst du an dich, dass du das schaffst? Ja, das Überprüfen. Habe ich Menschen, die ungläubig sind in meinem Feld, die sagen, ach, das schaffst du nicht, das geht nicht. Oder hast du Menschen, die sagen, ey, komm,
wir kriegen die Kuh schon vom Eis. Ja? Und das ist das Zeichen. Das heißt, ja, gehe das an. Gehe dieses Thema, was dich hier so unfassbar beschäftigt, die Teamarbeit, die Arbeit, die Arbeitsverhältnisse. Ja, gefällt dir das? Ja, nein. Geh in die Überlegung, was gefällt mir da nicht? In die Veränderung. Ja, wenn dir was nicht gefällt, du dich auf der Arbeit blockiert fühlst, dann raus da. Ja, also überlege dir, was kannst du an dir selber ändern, damit das Umfeld in deinem Feld sozusagen, diese Menschen, dass, wenn es Menschen gibt, die nicht deinen Weg gehen, dann sind es nicht die, dann ist es nicht das Kollektiv, mit dem du zu umgehen sollst. Hier wirst du ganz stark in dieser Woche, wirst du reflektieren und wirst überprüfen, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Ja, bis hin zum Arbeitswechsel. So. Dann haben wir das dritte Haus, sehr interessant. Hier geht es um Information, Kommunikation, Lernen. Nutze die Kraft der Worte und der Vater. Oh, okay, also hier könntest du unterstützende Energien bekommen von einer Vaterfigur oder du bist auch aus der Kindheit heraus sehr stark geprägt von deinem Vater. Das kann es hier auch sein. Und nutze die Kraft der Worte. Vielleicht unterhältst du dich aber auch mit deinem Vater und der kann dir gute Impulse mitgeben. So nach dem Motto, Kind, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Ja, gehe in die Kommunikation oder das Lernen heißt auch Informationsaustausch, Kommunikation, Lernen. Bedeutet auch, dass du hier neue Wege gehen könntest mit Unterstützung einer Vaterfigur. Kann dein biologischer Vater sein, kann es aber auch nicht. Ja. So, kann auch dein Arbeitgeber oder ein guter Kollege sein, der schon ein gewisses Alter hat, eine gewisse Erfahrung mit sich bringt und hier mit dir gemeinsam diesen Weg gehen könnte. Wenn es euch zu dunkel ist, meine Lieben, ja, dann bitte ein bisschen heller machen. Ich kann jetzt leider nicht aufstehen, um das alles hier heller zu machen. Dann bitte schaltet euer Handy ein bisschen heller ein, ja? So, wir haben jetzt hier gerade nicht eine dunkle Wolke vor der Sonne. Also von dem her, seht es mir bitte nach. So, genau, wir haben hier die 10 der Stäbe. Du hast eine ganz, ganz große Belastung, lieber Steinbock, in der vierten Woche. Und zwar trägst du eine starke Last mit dir, eine große Last mit dir. Und hier ist es wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Ja, wir haben Justice. Justice steht einerseits für die Entscheidung, andererseits aber auch für die Gerechtigkeit. Ja. Und hier in dem Punkt hilft nur Kommunikation. Also es ist wichtig, dann in dem Moment zu sagen, ja, ich fühle mich total überbelastet, ich möchte das nicht mehr. Und es ist wichtig, dass du das tust, diese Kommunikation hier, das dritte Haus, weil einerseits, wie soll zum Beispiel dein Arbeitgeber wissen, wie es hier auf der Arbeit läuft? Ja, andererseits kommst du aber durch diese Kommunikation, lösungsorientiertes Handeln, Lösungen finden, kommst du hier drei der Kelche wieder in die Freude, in die Freude des Miteinanders. Und das kann bedeuten, dass du einen dadurch nämlich einen alten Zustand verlässt. So nach dem Motto, naja, Frau XY, dann kommen Sie jetzt in eine andere Abteilung, weil ich möchte Sie nicht verlieren, deinen Arbeitgeber, sondern ich sehe Ihr Potenzial und ich möchte gerne Sie behalten. Was halten Sie davon? Ne? Also das kann es hier nämlich sein. Wir haben hier, Moment, so rum ist es richtig, wir haben hier die Wolken. Ja, das ist genau das, was dich blockiert, was dir Kopfschmerzen bereitet, ist jetzt hier letztendlich in der vierten Woche diese Überbelastung. Also du hast hier in der dritten Woche schon Kopfschmerzen und schlaflose Nächte, weil du irgendwas nicht verstehst. Ich sag dir das, du verstehst deine nicht, dass du diese Belastung hast, dass du überbelastet bist. Sich einzugestehen, okay, ich bin ein Mensch, ja, ich bin überbelastet. Ich kann nicht mehr. So, dann haben wir Justice. Das ist eine Lernerfahrung. Also die Entscheidung zu treffen, etwas entweder im Geheimen zu regeln. Dann haben wir hier ein Mitarbeitergespräch, Personalgespräch. Oder aber auch diese Lernerfahrung. Okay, ich musste diese Belastungen tragen. Ich muss daraus lernen, dass letztendlich ich die Entscheidung getroffen habe, diese Last zu tragen. Ja, kann jetzt aber in die Entscheidung gehen von der Energie Justice, hier in die Gerechtigkeit zu gehen, in einen Ausgleich zu gehen, in die Kommunikation zu gehen, in das Gespräch zu gehen, um eine Entscheidung zu treffen, dass hier etwas verändert wird. Und das ist dieser Lernprozess, das ist überhaupt dieser Prozess, den du hier begehen kannst. Und das ist wieder das, die positive Kommunikation, so nach dem Motto, ey, warum hast du denn nicht gesagt, dass dich das belastet? Ja, wir hätten dir doch geholfen. Ich denke, hier ist auch ein Steinbock, der sehr viel mit sich selber ausmacht, aber positive Kommunikation mit den Kollegen, ja,
Gott sei Dank, dass du geredet hast. Ja, wir wussten nicht, dass dich das so belastet. Hier ist ein Kommunikationsproblem erster Sahne. Ja, so. Und dann haben wir hier die Treue, also dieser Loyalität, einen alten Zustand zu verlassen. Da wirst du definitiv dran bleiben, lieber Steinbock, weil es muss sich etwas verändern bei dir. Und da darf ich auch das Wort muss gebrauchen. Ja, sonst wird sich an diesem Zustand nichts ändern. Und durch die Kommunikation, die sich hier abzeigt, bist du hier auf dem richtigen Weg. Ja, du bist auf dem richtigen Weg, wenn du hier in die Kommunikation gehst. Nehme Unterstützung von einer Vaterfigur an. Ja, die Belastungen sind wichtig, damit du eine Entscheidung triffst in der vierten Woche und dann kommt wieder mehr Freude rein. Das heißt aber auch, lieber Steinbock, du darfst in die Veränderung gehen. Du darfst in die Veränderung gehen. Du darfst in die Aktion gehen. Du darfst dich verändern. So, lieber Steinbock, wie gesagt, ich danke dir für dein Abo, für dein Like, für deine positive Kommunikation mit mir. Wenn du hier Hilfe brauchst und du sagst, boah, ganz ehrlich, mega coole Legung, aber es ist nicht meins, dann guckst du dir bitte Mond-Venus-Aszendent-Zeichen an. Oder aber du sagst, ja, es trifft voll zu, nur ich habe keinen Plan, was ich jetzt daraus mache, dann connecte gerne mit mir und wir gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, okay? Die Veränderung ist immer in dir, nicht im Außen. Du kannst das Außen nicht verändern, wenn du wartest, dass die sich verändern. Du selber darfst dich verändern. Du selber darfst den Prozess verstehen und Möglichkeiten finden, wie du hier in die Veränderung gehst. Ja, in diesem Sinne, Fokus auf das, was du möchtest. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.